Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer Sonderausgabe, Freunde, denn wir drehen hier einen Vlog. Wir fahren gleich los und zwar geht's in die Schweiz, ins Switzerland, bisschen auf die Berge, ihr wisst Bescheid, bisschen wandern, mandern, bisschen die frische Luft von der Schweiz einatmen, bisschen was Leckeres, fooden auf jeden Fall. Bleibt einfach dran und genießt den schönen Vlog. Bis gleich, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt an der Grenze in der Schweiz, beziehungsweise gleich in der Schweiz. Für alle, die noch nicht mit dem Auto in die Schweiz gefahren sind, ihr braucht eine Vignette, das ist eine Fahrerlaubnis, die ihr quasi einfach nur an die Frontscheibe draufklebt, kriegt ihr so einen Aufkleber und der ganze Spaß kostet 40 Euro. Hallo, freust du der Vignette? 45 Euro, bitte. Ist sie teurer geworden oder was? Ja, seit 1. August. Ah, klasse. So sieht der ganze Spaß aus, 45 Euro. Jetzt gibt es erstmal eine Pray-Session. Eine Pray-Pause und dann geht's weiter. So, Leute, wir sind jetzt in unser Hotel angekommen. Und hier ist eine kleine Roomtour. Ein kleines, süßes Zimmer. Hier ein kleines Bettchen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir machen uns wahrscheinlich direkt auf den Weg in die Innenstadt nach Bern. Let's go. So, wir haben auch direkt schon wieder ausgecheckt am nächsten Tag. Denn wir fahren heute Abend schon wieder nach Zürich. Da checken wir dann ein neues Hotel ein. Aber heute machen wir ein bisschen Bern unsicher. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird richtig schön. Erstmal eine Schweizer Bäckerei abchecken. Mal gucken, ob das meinen Lohn köpft. Hier sind das Kilo, hier ein Kuchen. Hier letzte Woche. Grüezi. Wir wissen nicht, was wir nehmen sollen. Sowas. Für einfach zum Mitnehmen irgendwas. So Maisgipfeli. Ja, dann nehme ich ein Maisgipfeli und ein Laugengipfeli. Haben Sie Kaffee zum Mitnehmen, geht das? Ja, Kaffee-Creme können Sie hier bezahlen und dann bei den... Nee, hier bar. Genau. So knapp 12 Franken bezahlt, das sind ungefähr 12 Euro. Ja, ist schon ordentlich hier. Auf jeden Fall Freunde der Sonne, Freunde der Berge, wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem Berg, in dem sich mittendrin ein See befindet. Auf geht's! So, Freunde, das ist ein Maisgipfeli. Statt Hörnchen sagen die einfach Gipfeli. Die sind doch geil, die Schweizer. So, Freunde der Berge, wir sind am Kandersteg angekommen und fahren jetzt mit der Gondel zum Oschinsee. Liegt 1600 Meter in der Höhe und der Oschinsee ist ungefähr 60 Meter tief. Der ganze Spaß hat mit dem Parkticket ungefähr 70 Franken gekostet. Ja, ja, saftig. Schweiz, wie man es kennt. Grüezi. Komm aus Deutschland. Ja, extra. Extra. Ich war schon mal hier. Das zweite Mal jetzt. Jetzt mit der Frau. Das ist immer. Ja, das ja, ist schön. Das ist schön. Wie lang dauert die Gondelfahrt? Sie haben nur 7 Minuten Zeit. 7 Minuten? Zum Kuscheln. Zum Kuscheln. Alles klar. Nein, etwa 7-8 Minuten. Alles, danke schön. Schönen Tag. Ey. Gleichfalls. An alle, die schon mal eine Gondelfahrt gemacht haben, schreibt mal bitte in die Kommentare. Wie war eure Erfahrung? Seid ihr eher so der Typ Höhenangst oder keine Höhenangst? So, Freunde, wir sind jetzt hier, ja, und müssen hierhin laufen. So, jetzt wird ein bisschen gewalkt durch die Berge, durch den Kandersteg Richtung Oschinsee. Bismillah und let's go. So, an alle Skifreunde, das ist, glaube ich, eine Übpiste oder Übbahn oder wie man das nennt. Da wird man, glaube ich, hochgefahren und dann wieder runter, hochgefahren und dann wieder runter. Und ihr müsst euch vorstellen, in so 2-3 Monaten liegt hier überall Schnee. Leute, eine Frage. Warum haben die Kühe diese Glocken um ihr Hals? Weiß das jemand? Hier. So, Freunde, wir sind angekommen am Oschinsee.
Schaut euch einfach mal nur an, wie schön die Farbe ist, wie ruhig. Da hinten so ein kleiner Wasserfall. Das ist einfach nur, subhanallah, so wunderschön. Einfach die Ruhe genießen. Kein Action, kein Stress. Das Wichtigste, diese frische Luft, Feierabend. Grüezi! Lass dich schmecken, mein Lieber. Auf Wiedersehen. So, Freunde, wir laufen jetzt genau auf den Oschinsee zu. Schaut euch das Naturschauspiel mal an. Ein UNESCO-Welterbe, der Oschinsee. Dass ihr Bescheid wisst. Im Winter könnt ihr Shichu laufen. Und genau hier habe ich ein Bild. Ich blende es euch gleich mal ein. Da sind wir Shichu laufen gegangen. Wirklich richtig krank. Wenn ihr mal herkommt, kommt auf jeden Fall auch im Winter vorbei. Checkt das hier ganz normal ab, wenn es ein bisschen kälter ist. So, Freunde, wir haben uns jetzt ein Boot gemietet, mitten auf dem Oschinsee. Und jetzt mache ich mal ein bisschen was für meinen Rücken. Jetzt hier sieht man ein bisschen gerudert. Jetzt zeigt der Tollmann mal, wie man hier rudert, ne? Ein bisschen Sport machen. Auf 1600 Meter Höhe. Schaut mal, wie klar das Wasser einfach ist. Um uns herum Berge. Was wollt ihr mehr? Leute, überrascht eure Freundinnen, eure Frauen, eure Familien damit. Vertraut mir. Brutal. Ach so, was hat es gekostet? Eine halbe Stunde, 18 Franken. Ja, also 18 Euro. So, ihr fragt euch bestimmt, von wo kommt denn das ganze Wasser? Genau von dort. Aus den Gletschern läuft es dann hier runter. Dohin. Da haben wir einen kleinen Wasserfall. Jetzt sind wir bei der Rodelbahn, Leute. Hier gibt es eine Rodelbahn. Ganz gefährlich auf jeden Fall. Ja, da geht man nach oben und dann fährt man hier wieder runter und dann kommt man hier wieder an. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei dem Blausee angekommen. Eines der bekanntesten Seen in der Schweiz. Und ja, er ist blau. Gleich Spaß beiseite, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner See. Hier gibt es eine Bio-Lachsforellenzüchtung. Hier seht ihr schon mal ein paar. Dieser See entstand vor über 15.000 Jahren durch einen Felsschutz, Freunde der Sonne. Nochmal hier ein bisschen Zeitinformation. Bisschen Geschichte, ihr wisst, muss auch sein. Also Freunde, Schweiz ist schon extrem schön. Also muss man ehrlich sagen, subhanallah. Wirklich sehr, sehr, sehr schöne Landschaften, Orte, Berge, Natur. Das ist krass. So sieht das dann aus, Freunde, wenn das Eis schmilzt von oben, vom Berg, vom Gletscher und dann hier so runter plätschert. So, herzlich willkommen in Bern, meine Damen und Herren. Auch sehr, sehr, sehr schöne Stadt und erinnert mich auch so ein bisschen an Assassin's Creed. Freunde des Zockens, ihr wisst Bescheid. So, die Häuser da hinten, die Altstadt. Jetzt schlendern wir mal weiter. So, Freunde, bevor ich euch die Innenstadt Bern zeige, an alle Freunde der Tierwelt, wie nah wart ihr schon mal einen Bären? Wir befinden uns am Bärenpark und hier gibt es einige Bären zu besichtigen. Kann man entlang am Wasser laufen oder hier, wir haben quasi einen eigenen Park, besichtigen. Auf jeden Fall sollte man, wenn man nach Bern kommt, safe hier vorbeikommen und die Bären sich angucken. Wir sagen in der Türkei Eier zu einem Bär und das ist ein richtiger Eier. Mashallah. Hier kann man spazieren und auch die Bären dann besichtigen, wenn ihr Bock habt. Und der Bär da hinten schwimmt auf jeden Fall. Hammer Typ. Was ich an der Schweiz brutal finde, du kannst fast überall das geile, saubere Wasser trinken. Bismillah. Mehr fresh geht gar nicht, Leute, wirklich. Feierabend. Architektur. Schön, schön, schön. Also umso älter ich geworden bin, desto mehr bin ich ein Fan von Architektur, Kultur und Geschichte geworden, Leute.
Let's go to the Arena. So, Freunde der schönen Aussicht. Ich trinke gerade meinen Kaffee. Wir befinden uns gerade im Rosengarten in Bern. Schaut mal. Sensationell. Krass. Subhanallah. Sehr, sehr, sehr schön. Und um euch nochmal zu erklären, wo wir sind. Hier sind die Bären ungefähr circa da, damit ihr euch einteilen könnt. Und diese Aussicht, einfach nur krass. Das war's dann aus Bern, aber nicht mit dem Video. Wir sehen uns jetzt in Zürich. Bis gleich. Guten Morgen, Schweiz. Guten Morgen, Zürich. Grüezi. Eine Frage an alle Schweizer, die zugucken. Was hat's mit der Sprache auf sich? Weil es kommt mir so vor, als wäre das Französisch-Italienisch Hochdeutsch gemischt und zu einer neuen Sprache gewürfelt. Wisst ihr, was ich mich auch frage? Samstags haben die meisten Läden um 17 Uhr zu. Finde ich geil, aber warum? Und Sie haben die beste heiße Schokolade in Zürich. So, wir sind jetzt bei Kaffeekonditorei seit 1842. Hier soll es die beste heiße Schokolade Zürichs geben. Also Kaffeecreme, gefüllte Croissants, Schokobrötchen und der berühmte und das und die berühmte heiße Schokolade. Die beste heiße Schokolade Zürichs. Bismillah und let's go. Bismillah. Schmeckt schon gut. Richtig. So, Freunde der Sonne, nach einem saftigen Frühstück, nach einer leckeren heißen Schoki, sind wir jetzt an der Promenade. Hat 33 Franken gekostet, deswegen sage ich saftig. 33 Franken für so ein Frühstück. Schweiz ist einfach anders. Herzlich willkommen in Zürich, Freunde der Sonne. Eine Stadt ist schöner als die andere. So, hier könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, ein Boot mieten und ein bisschen rumfahren. Genau hier könnt ihr ein Boot mieten. Viel Spaß an der Stelle. Hier, Leute. Wunderschön. Die Möwen, die Boote, man kann da unten links sich hinsetzen, chillen. Wie groß der Zürichsee einfach ist. Hat schon ein bisschen Istanbul-Vibes hier. Nur, dass statt Moscheen überall Kirchen sind, ne? Gell, gell. Komm, Bruder, komm. Tschüss, mach's gut. Assalamu alaikum. Weil der Zürichsee ist knapp 90 Quadratkilometer groß, also die Fläche. Und die Breite ist einfach 4 Kilometer ungefähr. Das ist wirklich krass, 4 Kilometer. Schon Eib auf jeden Fall, wenn die das extra gemacht haben. Run. So, grüezi. Ja, grüezi wohl, ja. Bitte schön. Wie sagt man ein Eis, danke. Bitte? Eine bitte, eine Glasse bitte. Eine Glasse? Eine Glasse bitte, eine Kugel oder eine, zwei Kugeln. Danke vielmals. Willst du noch was nach Deutschland sagen? Danke, hallo Deutschland, da wo Schweizer, günstige Glasse im Schweiz. Auf jeden Fall ganz coole Waffeln, so ein bisschen breiter, dass man da schön löffeln kann, Leute. Jetzt erstmal schönes Eis wegfetzen, drei Kugeln am Zürichsee. Bismillah und let's go. Also Props an die Schweiz, was ich richtig geil finde. An so öffentlichen Plätzen gibt es immer so Stühle und Tische. So wie ihr sehen könnt, hocken sich die Leute hin, trinken was, unterhalten sich. Chalas. Wirklich, sehr schön, Respekt. Jetzt zu unserer rechten Seite befindet sich das Opernhaus Zürich. Auch wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Gebäude. Architektur on point. So, Freunde, das war's mit dem Schweiz-Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonniert den Kanal, checkt alles ab. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, euer Taumai. Ciao, adios, assalamu alaikum. Grüezi.